Skilangläuferin Laura Gimler hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere ein Sprint-Halbfinale im Weltcup erreicht. Die 25-Jährige kam beim City-Rennen in norwegischen Drammen im Kampf um den Finaleinzug auf Platz 5 in ihrem Rennen und wurde damit 10. in der Endabrechnung. Die Siege in Drammen, neben Dresden eines von zwei Innenstadtrennen der Saison, sicherten sich die norwegischen Weltmeister Maiken Kaspersen-Faller und Johannes Høsflot-Klebo. Klebo eroberte die Führung im Gesamtweltcup vom Russen Alexander Bolschunow zurück. Gimler, bei der WM in Seefeld als Schlussläuferin Vierte mit der deutschen Staffel, war im Februar im italienischen Cogne nur knapp am Finale vorbeigesprintet und Siebte geworden. Damals war aber ein größerer Teil der Weltelite nicht am Start gewesen. Sandra Ringwald in Cogne als Sprintzweite erstmals auf dem Podest, scheiterte in Drammen bereits im Viertelfinale und kam auf Platz 22. Reizeck-Debüt endet auf Rang 45. Anne Winkler sprintete als 31. der Qualifikation um 200. am Viertelfinale der besten 30 vorbei. Poletta Reizeck, 21 Jahre alte Schwester von Kombinations-Olympiasieger Johannes Reizeck, kam bei ihrem Weltcup-Debüt auf Platz 45 der Qualifikation. Auch Nadine Herrmann, Schwester von Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann, verpasste als 51. das Viertelfinale. Bei den Männern schied Sebastian Eisenlauer, einziger deutscher Starter in Drammen, als 38. in der Qualifikation aus.